Grüßt euch, Leute. Wir sind gerade angekommen und haben alle standardmäßigen Dinge gemacht, die wir machen müssen, wenn wir ankommen. Das ist zum einen diese Sicherung hier unten rechts reindrehen, weil ich weiß nicht, warum die immer draußen war, wenn wir hier waren. Ich mache die immer nur rein, wenn wir da sind. Das muss übrigens auch noch umgebaut werden. Dann haben wir die Katzen gefüttert. Dann haben wir die Heizung gecheckt. Jetzt gerade waren wir Holz holen für den Abend und ich schaue jetzt den Kachelofen an. Wenn der Kachelofen an ist, werden wir uns etwas zu essen machen. Ja, es wird wahrscheinlich so ein One-Pot geben. Ein Topf Nudeln, Hackfleisch, irgendwas, keine Ahnung. Und genau, wir haben aktuell draußen ja, minus 1, 2 Grad. Die Nacht sollen minus 7 Grad werden. Ich mache mir aber theoretisch trotzdem wenig Sorgen, dass es hier kalt wird. Du? Was? Nee. Du machst dir auch keine Sorgen? Nee. Denke ich auch nicht. Was Mary da macht, weiß ich nicht. Was? Ich räume das hier ab. Was ist denn damit? Nix. Und warum machst du das? Ih, da sind schon... Oh. Das ist aus dem Bad. Warum? Mann. Nee. Ja! So, Leute. Ich sage immer so, Leute. Schlimm. Oben zu. Unten feuern wir jetzt an. Gucken, ob ich die Streichhölzer hier ankriege mit einer Hand. Abgebrochen. Geil. Streichholz. Ja? Das Streichholz ist abgebrochen. So, die Lampen hinten. Uiuiui, zieht das Ding. Fump. Na denn, lassen wir das Ding mal anböllern. Ja, wir haben festgestellt, dass auf dem gesamten Gelände die Glühbirnen natürlich sehr alt sind. Dass entweder sind da sehr alte 60 Watt Birnen drin oder auch 100, 120 Watt Birnen drin. Uralt oder so wie hier. Du kannst jetzt gar nicht anfassen. Doch, kann ich. Hier haben wir jetzt nämlich tatsächlich eine Halogenlampe drin. Also eine normale Glühbirne und da drin ist Halogen. Für draußen, für den Hof, haben wir schon dreimal 100 Watt LED, also 100 Watt Lichtleistung. Ich glaube, in LED-Leistung 14 Watt oder so. Heiß? Halogen, ne? Toll. Ich glaube sogar, dass sie heller ist. Wahrscheinlich. Oh, Alter! Aber warum leuchtet die eigentlich nach draußen? Das ist so die Frage. Wir ändern das ja jetzt. Das ist auch eine Halogen, ist dieselbe. Nimm doch Handschuhe. Ja, mache ich jetzt auch. Die sind ja cool. Kein Wunder, dass die ausverkauft waren. Waren nur noch 2 Stück da. Die sind gut. Oh, holla, die Waldfee. Okay, dann machen wir mal den hier. Und die machen wir mal so hier, oder? Ja. Dass wir den Raum hier mal beleuchtet haben und nicht da draußen. Wie riecht's nach Essen? Ja, ich koche auf unserem Herd. Ah, okay. Mega geil. Besser als nichts. So. Heute gibt es nämlich einen lecker One-Pot. Das bedeutet, wir machen da jetzt noch Hackfleisch rein. Eine Packung Baconwürfel sind schon drin. Dann kommen hier lecker noch Kolzer Hotzenisnones liegen. Kolzenone und Cannelloni. Kalle kommt hier drin. Nein, Farfalle. Ja. Kollezione. Ja, so heißt das. Verfalle. Dann kommt ja noch ein bisschen Tomate drin, passiert. Ist halt passiert. Und ein bisschen Hacke-Tomate. Mit Sabellicum. Sehr gut. Genau. Mhm. Ja. Und an den konnte ich bei Lidl nicht vorbeilaufen. Na toll. Das ist der Weg. So. Ja, aktuell kochen wir hier. Ich habe leider vergessen, irgendwas zu kaufen, womit ich da umrühren kann. Deswegen nehmen wir jetzt so eine Gabel von meiner Mutter, die ich geklaut habe. Hackendes Fleisch. Let's hack. Oh. Guckt mal, Leute, hier ist ein Kühlschrank. Runter so. Den Hebel. Schön, hast gefilmt die Hand. Runter okay. Den Hebel. Drücken.
Und dann geht der Kühlschrank auf. Manu! Kalt, oder? Dann sollten die anderen Sachen da vielleicht auch raus. Alles, was gekühlt werden muss, kannst du gerne raus. Machst du wieder zu, das ist voll kalt da draußen. Ja, super, der Kühlschrank. Der ist riesengroß, begehbar. Sowas hat nicht jeder. Und wisst ihr was? Bleib mal hier. Film mal da raus. Na toll. Alter, das ist scheiße kalt auf der Veranda. Obwohl die Veranda zu ist, die ist gemauert, die hat Fenster, die ist zu, da ist eine Türe. Es ist scheiße kalt, das Essen kocht. Ja, letztes Mal haben wir ja noch am Feuer gegrillt. Heute wäre echt scheiße gewesen. Wir haben es aktuell minus 2 Grad draußen. Draußen liegt noch Schnee. Auch unser Grill ist eingeschneit, den wir gebaut haben. Und deswegen bin ich ganz happy, dass wir dieses eine Kochfeld haben. Weil ein Kochfeld ist besser als kein Kochfeld. Ja. Und hier, Leute, die Matratzen, die in dem Haus hier liegen, die sind nagelneu. Da ist nichts dran. Wir haben die Bettwäsche und die ganzen Laken abgezogen, gewaschen und wieder mitgebracht. Die haben muffig gerochen, aber die Dinger müssen nagelneu sein. Da ist nichts dran. Ne? Und deswegen wollen wir heute mal probieren, auf den zu pennen. Ne? Barry wollte ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung haben hier. Aber erst nach Toten Sonntag. Erst nach Toten Sonntag. Jetzt hat sie festgestellt, was ist denn hier? Dass sie in jedem dieser komischen Löcher, die ihr da seht, das geht gar nicht, diese LED-Lichterkette reinpinöbeln muss. Ist euch aufgefallen, dass ich lache wie der Typ, dieses komische kleine Vieh, was Jabba da auf den, in der Bauchfalte hat? Jetzt ist es total verheddert. Das lacht immer so. Kennt ihr das? Ich spiele das mal ein. Nee. Ja, schön. Wie geht denn das so? Ja, Köller Alarv. Toll. Hallo Holzfrau. Manu. So, wir gehen mal in unseren Garten. Hat ein bisschen geschneit. Die Spatzen werden jetzt natürlich wieder angepisst sein. Oder? Wobei, die sitzen alle schon da hinten. Guck Leute, da sitzen sie alle. Die alten Spinner. Katzen waren hier, was? Meinst du? Na, ich weiß ja nicht, ob hier Katzen waren. Los. Was los? Wir haben heute, trotz es arschkalt ist, minus 7 Grad die Nacht, ich glaube aktuell minus 3, haben wir mal die Hecke hier beschnitten, dass man hier mal ein bisschen besser langlaufen kann. Ja, da unten liegt es noch ein bisschen. Die haben wir mal gerade gezogen. Dann haben wir hier auch einmal gerade gezogen, dass man hier durchlaufen kann. Die Spatzen waren bei den Hühnern. Die haben wir auch noch mal ein bisschen begradigt. Der kommt weg. Der wird wahrscheinlich verschwinden hier, dieses Gebüsch. Genau wie die Reifen hier wegkommen werden. Die Betonringe müssen noch weg, weil wir hier wahrscheinlich unsere Grillecke machen hier. Inkludiert dieses kleinen Schuppens hier, den wir wieder aufbauen werden. Wir werden wahrscheinlich hier an das Haus
das Grill, also dieses Vordach bauen, wo dann die Outdoor-Küche rankommt. Weil da haben wir auch in dem Haus gleich Strom und alles. Dann haben wir hier am Zaun, war ja sogar Bauchnabel hoch, so hoch, Brennnesseln. Die haben wir heute auch weggemacht. Und zwar in dem kompletten Durchgang hier. Das ist quasi die Rückseite, da wo unsere Steinchen stehen. Seht ihr ja da, da sind sie. Da haben wir den kompletten Durchgang hier frei gemacht und dann haben wir hier die Sauerkirsche runtergeschnitten noch. Jo, das ist das, was heute passiert ist. Und jetzt werden wir uns wahrscheinlich noch dem Badezimmer widmen, weil wir dort noch den Putz abkloppen müssen. Das ist jetzt unsere aktuelle Primäraufgabe. Jetzt nämlich 13 Uhr Mittagsruhe. Wir sind hier draußen fertig. Da liegt der ganze Haufen. Das wird dann zerhäckselt. Und genau. Jetzt werden wir ins Badezimmer gehen und den Putz von der Wände holen. Das müssen wir jetzt halt Stück für Stück nach und nach machen. Ja, der Breitmeißel ist da. Da werden wir mal schauen. Ach stimmt, genau. Man kann jetzt. Ach so, ja. Von der Seite kennt das ja. Das ist quasi die andere Seite, wo ich meinte, wir haben hier mega viel Platz. Man könnte auch quasi eigentlich hier in dem Bereich meinetwegen auch einen Carport hinbauen, theoretisch. Das würde auch gehen. Ja. Also wir haben hier wirklich viel Platz, weil hier ist ja die zweite Einfahrt. Das ist schon echt krass. Also wenn die Bereiche hier freigeräumt sind, wie viel Platz man nochmal hat zusätzlich. Was denn? Hast du Hunger oder was? Hm? Ja, ich komme. Ja, gibt jetzt Essen. Ja, wir kommen. Ist ja gut. Und der andere Dicke sitzt da auch hinter der Tür. Ich höre nur hinter der Scheunentür. Hallo. Hunger, ja? Brauchst du nicht abhauen, Eule? Komm her! Ja, komm her. Ja, ist gut, guck mal hier. Aber der will auch das andere. Der kriegt andere, kriegt er doch auch. Na toll. Thank you.
Leute, wir gucken uns heute mal den Weihnachtsmarkt an. Gucken wir mal, der müsste an der Dorfkirche sein. Da schauen wir mal, was da so abgeht. Yeah. Yeah. Krass. Wir haben ein Loch. Ach so, ja, das müssen wir da rausfischen, bevor wir es wegschütten. Ja. Was sind wir da? Und hier war auf jeden Fall auch noch mal was angeschlossen. Ja. Ofenrohr. Und genau wie hier. Hier war auch noch mal ein Ofenrohr angeschlossen. Hä, wie viele Rohr hatten wir denn hier an dem Kamin? Und hier auch. Ich habe keine Ahnung, was sie hier alles angemacht haben. So, das kann auch raus. Ja, krass. Ja, und beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir dann, ich denke schon, wenn einer rechts anfängt, der andere links, dass wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall rocken, den anderen kleinen Raum, oder? Ja, wir haben halt ein bisschen was geschafft. Der Putz ist runter hier von der Wand, von unten bis oben. Haben wir festgestellt, da wurde mal ein Loch gemacht. Hier ist der Putz auch runter. An den Schaltern ist noch ein bisschen Überbleibsel. Rund ums Fenster haben wir es auch runtergekriegt. Noch ein bisschen da unten. Hier ist der auch runter. Jetzt merkt man den Unterschied, dass hier mal eine Tür war, gar nicht mehr so dolle, die wir zugemauert haben. Wunderbar. Hier ist er auch weg, der Putz. Der Putz ist auch rund um die Tür rundherum weg. Hier am Schornstein ist der Putz auch weg. Die Klappen werden neu gemacht. Hier in der Ecke ist der Putz auch weg. Es sind, hier oben ist noch ein bisschen Überbleibsel, weil es war jetzt auch schon zu spät. Das heißt also, wir müssen nächstes Mal die Wand komplettieren und dann nur noch den hinteren Bereich. Ich denke mal, das werden wir beim nächsten Mal schaffen. Vielen Dank an Scott, der heute sich richtig den Arsch aufgerissen hat. Wir haben auch schon den gesamten Schutt beiseitig, beiseitig, kennt ihr es? Neu. Beseitigt. Den haben wir rausgebracht. Der liegt hier hinten. Hier ist der gesamte Putz. Den haben wir schon rausgebracht mit der Schubkarre. Ich weiß nicht, wie viele Schubkarren es waren. Es waren einige. Ja. Jetzt haben wir das schon mal erledigt. Beim nächsten Mal kommt die nächste Fuhre von dem Putz runter und dann müssen die Fliesen raus. Handwerker haben sich bisher, hat sich keiner zurückgemeldet von den Handwerkern. Wir warten immer noch auf die Kostenvoranschläge. Aber solange wir, umso mehr wir selber machen, umso günstiger wird es letztendlich. Also die Thematik, dass hier Rigips raufkommt auf den alten Putz, ist vorbei. Aber wir haben festgestellt, so nass war es überhaupt nicht. Weil so wie es gestaubt hat, kann das nicht so nass gewesen sein. Aber gut, der alte Putz ist jetzt hier runter. Wände sind auch noch relativ schön, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, hier noch der Putz runter beim nächsten Mal. Der Raum ist erheblich kleiner. Deswegen dauert es wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber wir werden trotzdem wahrscheinlich einen Tag brauchen, weil wir gucken müssen, wie wir hinter den Rohren hier und hinter der Heizung den Putz so weit wegkriegen. Wir bestellen uns noch einen langen Meißel für die große Maschine. Ich habe tatsächlich mit einem Spitzmeißel und einem Bohrhammer, mit einem kleinen Bohrhammer, habe ich hier komplett den Bereich geschafft. Und mit der großen Maschine hat es gerade auf der Leiter den anderen Bereich gemacht.
Aber auf jeden Fall ist es möglich, es dauert, es ist ein Kraftakt, es ist Action, mir tut mein Arm wie Sau weh. Ich habe immer noch einen Tennisarm. Ich habe leider immer noch meinen Arm, meinen rechten im Arsch tief drin, Kapper. Also kaputt. Deswegen kann ich die große Maschine nicht halten. Deswegen vielen Dank an Scott hier in dem Falle. Die haben mir aber auch Putz raufgeballert, Leute. Meine Fresse. Ja. Und so viel dazu. Wir machen jetzt die dicht. Wir ballern jetzt nach Hause. Heute schlafen wir nicht hier, weil der liebe Scott, der muss ja irgendwie nach Hause kommen. Lol, guck mal hier. Oh, ja. Und genau. So sieht's aus. Haut schön rein. Rennibox. Ich bin dann mal raus hier. Tschüssi.